Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich an dem heutigen Feiertag, den wir hier bei uns im Rheinland haben. Ja, Feiertag nicht wirklich, sondern nur für die Närrinnen und Narren ist es ein Feiertag. Ja, wir haben ja heute Altweiber und der Straßenkarneval kommt jetzt hier in die heiße Phase. Ja, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie als Teilnehmer den Weg hier ins Webinar gefunden haben, um heute etwas über Optionen bzw. Optionsstrategien zu erfahren. Ja, dazu begrüße ich Sie recht herzlich und bevor ich loslege, möchte ich Sie einfach ganz kurz fragen, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Vielleicht können Sie mir ein kurzes Feedback geben, ob die Bild- und Tonübertragung soweit in Ordnung ist, damit ich weiß, dass von der Technik her alles passt. Okay, scheint alles zu funktionieren. Ich kriege schon das Feedback. Okay, alles klar. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ja, wir haben ja eine kleine zweiteilige Webinarreihe zu diesem Thema Optionsstrategien bzw. Optionshandel und Strategien mit der Trader Workstation hier bei CapTrader. Das zweite Webinar findet dann, muss ich gerade mal schauen, auf unserer Seite am 2. März statt. Ja, da geht es dann um das Option Strategy Lab und das Probability Lab. Heute wollen wir uns ein bisschen, also es sind ein paar Stichpunkte ja nur, ein bisschen um den Option Trader kümmern und um den Strategy Builder, beziehungsweise auch dann, dass ich mal zeige, wieso, ob das Performance-Profil aufrufen und was Sie daraus alles ablesen können. Wer von Ihnen, vielleicht können Sie mit Ja oder Nein vielleicht kurz im Chat mal antworten auf meine Frage. Kennen Sie sich schon gut mit Optionen aus? Ja, also vielleicht tippen Sie mal kurz Ja ein oder Nein, wenn Sie noch Anfänger sind. Dann weiß ich so ungefähr, wie der Wissensstand verteilt ist. Okay, also einige sind, also viele kennen sich schon aus, sehe ich gerade, und einige sind aber auch absolute Anfänger. Okay, gut, dann muss ich beim Stillhalten noch ein Anfänger, schreibt einer. Okay, alles klar. Okay, also ganz unterschiedlich ist hier der Wissensstand. Dann werde ich das versuchen auch zu berücksichtigen und vielleicht auch noch ein paar Basics dann am Anfang noch vorschieben. Gut. Ich möchte gerne verweisen auf ein Webinar, was wir auch in der Vergangenheit durchgeführt haben. Das finden Sie hier unter Training Videos und zwar die Grundlagen über Optionen. Wenn Sie jetzt hier bei uns, Sie sehen ja hier die Videorubrik bei uns auf der CapTrader-Seite und da finden Sie unterschiedliche Themengebiete, ja, und natürlich auch hier die allgemeinen Videos hier, die jetzt keinem speziellen Thema zugeordnet sind. Und da sollten Sie auch Grundlagen Optionen finden. Ich muss jetzt mal selber schauen, wo wir das versteckt haben. Hier ganz unten ist es, ja. Grundlagen Optionen, Optionshandel. Das heißt, da können Sie draufklicken und dann startet hier unten dieses Video. Ein paar Dinge werde ich jetzt kurz wiederholen, aber dann gehe ich auch weiter in verschiedene Strategien und zeige Ihnen dann in der TWS, wie Sie das auch umsetzen können. Okay, dann hole ich mal ganz kurz die entsprechende PowerPoint-Folie hier nach vorne. Werde jetzt, wie gesagt, nicht auf alle Folien eingehen, weil das ist ein eigenes Webinar. Nur, dass Sie damit Sie mal sehen, wer hier überhaupt mit Ihnen spricht. Also vorgestellt hatte ich mich ja schon, Andreas Weiß. Wenn Sie hier bei uns die Webinare verfolgen, dann sollten Sie mich schon kennen oder meinen Zwillingsbruder Christian Weiß. Wir führen ja hier die Webinare bei CapTrader durch. Ah, jetzt habe ich, das ist schon die der zweite Teil des Vortrages. Mal Sekunde, ich muss noch eben eine PowerPoint wechseln. Okay, ja, was sind Optionen? Eine kurze Folie dazu. Und zwar für die, die mit Optionen sich noch gar nicht auskennen oder das erste Mal sich damit beschäftigen, im Prinzip eine kurze Definition. Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Ja, der Käufer einer Option erwirbt gegen Zahlung des Optionspreises bzw. der Optionsprämie das Recht,
beispielsweise ein bestimmtes Finanzinstrument, also Aktien, in einer festgelegten Menge, in der Regel bei Aktien sind es dann 100 Stück, an oder bis zu einem festgelegten Zeitpunkt, das ist dann der Verfallstag, der letzte Handelstag, zu einem im Voraus bestimmten Preis. Dieser im Voraus bestimmte Preis ist dann der Ausübungspreis oder Strike, zu kaufen bei einem Call, also bei einer Kaufoption, beziehungsweise zu verkaufen bei einem Put. Ja, ganz wichtig, wir reden jetzt hier von einem Käufer. Ja, der Käufer eines Calls oder der Käufer eines Puts hat immer das Recht, ja, diese Option auszuüben. Er muss es nicht tun. Er kann dieses Recht auch wertlos verfallen lassen. Das Einzige, was er dann verloren hat, ist die Optionsprämie. Ja, wenn die Option wertlos verfällt. Das heißt, das maximale Verlustrisiko ist auf die Zahlung der Prämie beschränkt. Ja, bei einem Käufer von Optionen. Egal, ob es ein Call gekauft wird oder ein Put gekauft wird. Ja, man bezeichnet den Kauf eines Calls auch als Long Call. Den Kauf eines Puts, Long Put. Ja? Dann gibt es aber auch Verkäufer, also die Gegenparteien, und das sind die sogenannten Stillhalter, und die haben jetzt kein Recht, irgendetwas auszuüben, sondern die sind verpflichtet. Die übernehmen die Verpflichtung, den Basiswert zum festgelegten Zeitpunkt zu verkaufen bei einem Call, beziehungsweise zu kaufen bei einem Put. Ja? Sofern der Käufer, den wir eben auf der Folie davor hatten, dieses Recht halt in Anspruch nimmt, das heißt die Option ausübt. Wir hatten beim Käufer, der zahlt die Prämie, ja, und der Verkäufer, der vereinnahmt natürlich diese Prämie. Ja, der ist Stillhalter, er muss dafür stillhalten, aber er vereinnahmt die Prämie. Das heißt, sein maximaler Gewinn ist begrenzt auf die Prämie, die er vereinnahmt. Ja, noch eine kurze Übersicht hier, Unterschiede Käufer, Verkäufer. Linke Seite grün ist der Käufer, der hat wie gesagt das Recht, bei einem Call Aktien zu kaufen, beziehungsweise bei einem Put Aktien zu verkaufen. Und der Verkäufer, der hat dann die Verpflichtung, bei einem Call die Aktien zu verkaufen, also zu liefern, beziehungsweise beim Put die zu verkaufen, also abzunehmen. Bei einem Put, beim Put die zu kaufen, also abzunehmen. Wichtig ist, der Verkäufer eines Calls hat die Verpflichtung, die Aktien zu verkaufen, also zu liefern. Wenn er die nicht hat im Depot, muss er die trotzdem verkaufen und ist dann short. Ja, ist dann short mit 100 Aktien. Das ist ganz wichtig. Gut, dann noch, ich will jetzt nicht auf alle Folien eingehen, deswegen es wird ein kurzer Schnelldurchgang hier. Wie setzt sich der Optionspreis zusammen? Aus dem inneren Wert und dem Zeitwert? Ja, das sollten Sie schon mal gehört haben, gehe ich jetzt aber nicht mehr drauf ein, jetzt in dem heutigen Webinar, aber nur, dass Sie wissen, aus welchen Komponenten halt auch der Optionspreis besteht. Gut, ich schaue noch mal kurz die Folien durch, was noch interessant sein könnte. Ja, die Bezeichnung im Geld, aus dem Geld oder am Geld ist ganz wichtig, ja, dass Sie das schon mal gehört haben, aber wie gesagt, da verweise ich auch auf das Webinar halt, wo wir das alles detailliert nochmal durchsprechen. Sind die gleichen Folien, können Sie sich ja dieses Video dann nochmal anschauen. Ja, kurze Grafik. Das ist so ein Profit-Loss-Diagramm, also Gewinn- und Verlust-Diagramm bei einem Long-Call beim Verfall. Jetzt muss ich auch mal kurz hier meinen Stift aktivieren, damit Sie das auch mal sehen können. Also die orange eingezeichnete Linie ist der Gewinn bzw. Verlust am Verfall, je nachdem, wo dann der Aktienkurs steht. Ja, das heißt, hier auf der X-Achse ist der Preis der Aktie. Beispielsweise hier, der Strike ist bei 100. Die Prämie, die man zahlt, liegt bei 5. Wo ist dann der Break-Even-Kurs? Der ist hier.
Ja, bei welchem Kurs ist man dann Break-Even? Ja, dann, wenn man die Prämie eingenommen, also wenn man oberhalb von 105, wenn die Aktie oberhalb von 105 notiert. Das heißt praktisch Strike-Preis plus die Prämie. Ja, dann erreicht man den Break-Even-Punkt. Ja, und das Ganze können Sie sich in der TWS auch anzeigen lassen. Ja, das möchte ich Ihnen jetzt mal ganz kurz an einem einfachen Beispiel zeigen. Dann gehen wir auch noch mal auf ein bisschen komplexere Strategien ein und dann zeige ich Ihnen halt verschiedene Tools, wie den Option Trader, wie der Strategy Builder, die Sie alle nutzen können aus der TWS. Okay, eine Sekunde, ich muss hier wieder umschalten. Öffne mal eben hier die TWS, die Trader Workstation. Die können Sie ja selber so individuell gestalten, wie Sie das möchten. Das heißt, Sie können sich die einzelnen Spalten so einrichten, farblich gestalten, so wie Sie das möchten, das Layout praktisch anlegen. Da hat jeder seine Vorlieben. Ich habe das hier auch mal in einem Webinar gezeigt, wie das geht. Deswegen sehen Sie jetzt hier die ganzen bunten Farben. Die Spaltengröße kann man hier auch ein bisschen anpassen. Okay. Ja, wollen wir doch einfach mal einen Blick auf einen aktuellen Chart werfen. Nehmen wir mal den S&P 500 und zwar einen ETF da drauf, ja, den SPY. SPY. Nehmen wir mal Tageskerzen und schauen uns mal hier diesen Chart an. Ja, was passiert aktuell an den Märkten? Sie haben es mit Sicherheit mitbekommen. Jeden Tag oder fast jeden Tag geht es nach oben. Ja, also wir haben also eine sehr, sehr starke Rallye, besonders getrieben durch die amerikanischen Indizes wie den S&P 500, Dow Jones, oder auch natürlich Nasdaq. Jeden Tag geht es weiter nach oben und natürlich folgt der DAX dem Ganzen auch. Wir hatten ja gestern die 12.000 erreicht und ebenfalls dort natürlich auch eine Rallye, auch wenn sie nicht so stark ausgebreitet ist wie jetzt an amerikanischen Märkten. Ja, jetzt kann man natürlich darauf spekulieren. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Strategien, dass die Kurse weiter steigen. Ja? Und Sie können jetzt selber hingehen und sagen, ja, ich gehe einfach davon aus, dass der Kurs irgendwann hier in Richtung, also jetzt hier von diesem ETF, ja, also vom S&P 500 ETF, dass der, weiß ich nicht, auf 250 steigt oder 260 und dann, welche Strategie passt dann, wenn Sie bullish eingestellt sind, also von steigenden Kursen ausgehen? Ein Long Call. Ja, also Sie können einen Call kaufen. Es bezieht sich dann auch hier auf 100 Aktien beziehungsweise hier auf 100 ETFs. Also ETFs werden im Prinzip genauso gehandhabt wie Aktien. Ja, wie finden Sie jetzt einen passenden Call? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich schiebe mal hier den Chart wieder ein bisschen zur Seite. Und zwar ist eine Möglichkeit der sogenannte Option Trader, dieser hier. Ja. Das ist der Option Trader. Ich habe jetzt hier schon SPY eingegeben. Sie können ja natürlich auch jeden anderen Wert eingeben, wenn Sie jetzt Optionen auf Aktien handeln möchten. Beispielsweise Apple habe ich schon drin, habe ich nicht. Microsoft, dann geben Sie das Kürzel ein, sagen dann Enter, wählen dann hier die Aktie aus und dann kommen die Optionen auf Microsoft. Ja? Jetzt war ich aber gerade beim SPY, bei dem Beispiel und deswegen möchte ich da auch dabei bleiben. Sie haben hier in dem Option Trader verschiedene Felder, die ich Ihnen kurz zeigen möchte. Einmal hier das Kursnotierungsfenster, hier oben links. Da sehen Sie den Kurs vom Underlying. Ja, also vom SPY, also von diesem ETF. Hier drunter sehen Sie Statistiken. Ja, da sehen Sie das Optionsvolumen, Put-Call-Volumen und so weiter, historische Volatilität und so weiter. Gut, die können Sie sich anzeigen lassen, müssen Sie nicht, können Sie auch ausblenden, als Beispiel.
Ja, und hier kommen wir in die Kategorie Trading. Und hier können Sie dann, sobald Sie eine Order aufgeben, dann Ihre Position oder auch über einen Strategy Builder, der hier ist, dann Ihre Gesamtstrategie zusammenstellen. Ich fange jetzt mal an mit einem Long Call. Das heißt, aktueller Kurs ist 236. Ich nehme jetzt mal einfach ein, Call und Laufzeit. Ach, Entschuldigung, hier unten, ich war noch nicht ganz fertig, sehen Sie ja die Optionsketten. Ja. Wie ist das aufgebaut? Hier sind die Daten, also des Verfalls. 24. März, 29. März, 31. März. Sie können aber hier auf mehr gehen und auch andere Verfallstermine auswählen. Ja. Sie können zum Beispiel auch hier Weeklies nutzen. Das wäre jetzt morgen der Verfall, der 24. Februar. Ja, nur noch ein Tag Restlaufzeit. Oder Sie können sagen, hier eine Woche, 1. März. Ja, nur noch 6 Tage in dem Fall. Also das ist alles möglich. Nehmen wir jetzt mal beispielsweise den 31. März. 36 Tage. Und wir nehmen einen Long Call. Das heißt, wir gehen hier auf die linke Seite. Hier sind die Calls. Hier. Und auf der rechten Seite sind die Puts. Und ich pick jetzt mal ein, was habe ich gesagt, 145er Call raus. Dann sehe ich hier Geldbriefkurs 18 zu 19 und den möchte ich kaufen, also 19 Cent. Das Ganze bezieht sich immer auf 100 Kontrakte. Das heißt, ich muss das mit 100 multiplizieren und dann weiß ich, was mich das Ganze kostet. Ich gebe 0. Punkt 19 ein, das ist jetzt der Briefkurs. Und jetzt können Sie sich anzeigen lassen, wann Sie welchen Gewinn machen, wenn der Kurs steigt, beziehungsweise wann Sie welchen Verlust machen, wenn der Kurs fällt. Sie geben hier den Kauf ein und klicken unten links auf Vorschau. Dann sehen Sie erstmal eine Übersicht, zu welchem Kurs Sie kaufen, welcher Betrag das jetzt ist, 19 Dollar. Ja, das heißt, das ist die Prämie, die Sie dafür zahlen. Und klicken dann hier unten auf das Performance-Profil. Also hier müssten Sie einen Haken setzen. Und dann öffnet sich dieses Performance-Profil. So, und was kann man daran ablesen? Fangen wir mal oben, ganz oben an. Ein Kontrakt vom SPY. Also eine Option, ja, auf den SPY, das ist das Underlying. Das ist der Verfallstermin, 31. März 2017, und der Strike ist 245. Und jetzt können Sie genau sehen, wie der Gewinn oder Verlust ist am Verfall, und zwar am 31. März. Und das ist hier diese gestrichelte Linie, die gepunktete Linie, die hier angezeichnet wird. Und zwar, wenn der Kurs des Underlyings, also dieses ETFs, am Verfall am 31. März noch bei 236,45 steht, also genauso wie jetzt, dann verlieren Sie 19 Dollar. Ja, das ist die Optionsprämie, diese Zahlen. Wenn der Kurs 10% fällt, verlieren Sie auch 19 Dollar. Wenn der Kurs 20, 30% fällt, Sie verlieren immer diese 19 Dollar. Das ist der maximale Verlust. Steigt der Kurs allerdings um 10%, verdienen Sie 1490. Steigt der Kurs um 20% bis zum 31. März, ja, also würde der S&P 500 um 20% steigen, in dem Fall jetzt hier der ETF, dann verdienen Sie 3854 Euro, beziehungsweise US-Dollar in dem Fall. Ja, Sie können hier auch andere Prozentzahlen auswählen, beispielsweise nur eine 5% Veränderung. Ja, und dann sehen Sie auch schon, dass natürlich beim 3% Anstieg Sie immer noch im Verlust sind und erst später die Gewinnzone erreichen. Ja, bei einem 5%igen Kursanstieg sind Sie dann 300 Dollar, 306 Dollar vorne.
Ist das erstmal soweit verständlich, was man hier ablesen kann? Also Sie sehen jetzt hier unten, die Kursveränderung ist von links nach rechts steigende Kurse. Also ich denke, es ist verständlich. Ich hoffe es zumindest. Ja, Sie sehen hier die Kurse 230, 235, 240, 245. Ja, die steigen. Und der Gewinn und Verlust ist hier auf der Achse. Der steigt natürlich auch, ne? 100, 200, 300, 400 nach oben. Das heißt, wenn der Kurs steigt im Zeitverlauf, dann erreichen Sie hier Break-Even. Und je weiter Sie über den Break-Even hinauskommen, dann desto größer wird der Gewinn. So liest man dieses Profit-Loss-Diagramm. Sie können aber noch einige Sachen ändern. Und zwar können Sie hingehen und sagen, ich möchte jetzt nicht wissen, wie mein Gewinn oder Verlust am Verfall ist, sondern Sie möchten schon mal ein Szenario sehen. Sie sehen ja die durchgezogene Linie, das wäre jetzt heute, ja, der Gewinn und Verlust heute. Sie möchten jetzt wissen, wie sieht denn das nächste Woche aus oder beispielsweise Ende Februar, 28. Februar. Dann wählen Sie das Datum aus und dann sehen Sie schon, hier hat sich schon ein bisschen was verändert. Ja, wenn der Kurs 1% fällt, verlieren Sie 13 Dollar. Wenn der Kurs 1% steigt, verdienen Sie 18 Dollar und so weiter. Ja, das heißt, man kann hier verschiedene Szenarien schon durchspielen, je nachdem, welche Erwartung man hat. Ja, Sie können auch sagen, ich wähle jetzt mal den 6. März aus, gucke, was passiert dann. Ja, und dann wird dieses Szenario hier angezeigt. Ja, so viel erstmal zum Long Call. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit jetzt, diesen Call zu verkaufen. Das heißt, als Stillhalter aufzutreten. Das heißt, das möchte ich jetzt auch zeigen, Sie gehen jetzt auf den Geldkurs, verkaufen den Call, geben dort das Limit ein. 18 Cent. Wie gesagt, ist jetzt eine sehr niedrige Prämie. Ja, ob das jetzt sinnvoll ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Sehen schon hier dafür, wäre eine Margin von 3.680 Dollar notwendig, also eine sehr hohe Margin für diesen nackten Call, den Sie im Prinzip verkaufen. Aber können sich hier auch das Performance-Profil anzeigen lassen. Das heißt, Sie wetten im Prinzip oder gehen jetzt davon aus, dass der Kurs natürlich nicht so stark steigt, ja, sondern dass der eher gleich bleibt oder leicht fällt. Ja, das ist die Erwartungshaltung bei einem Short Call. Ja, und Sie sehen hier auch das Profit-Loss-Diagramm und sehen auch ganz genau hier die verschiedenen Szenarien. Der Kurs, wenn der Kurs gleich bleibt, wenn der Kurs fällt, ja, Sie verdienen immer 18 Dollar. Ja, das ist die Prämie, die Sie vereinnahmen. Das ist genau das, was eben der Käufer des Calls bezahlt hat. Ja, auch wenn der Kurs um 1% oder um 3% steigt, Sie verdienen 18. Erst wenn der Kurs sehr stark steigt, und zwar ist das dann genau dort, wo dann der Käufer halt natürlich einen Break-Even erreicht und theoretisch unendliche Gewinne macht, dort machen Sie theoretisch unendliche Verluste. Ja, das heißt, wenn man hier das Szenario mal ein bisschen verändert von 5% auf 30%, ne, dann sehen Sie schon, Sie können hier, je nachdem, wie stark der Kurs steigt, 1.400, 3.800, 6.200 Dollar verlieren und im Gegenzug eigentlich nur 18 verdienen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch, dass Sie die 18 vereinnahmen, ne? Ja, weil das natürlich alles von Wahrscheinlichkeiten abhängt und von Volatilitäten abhängt. Und unter den Bedingungen der Volatilität der letzten Zeit ist es eher sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Kurs jetzt hier bis zum 31. März jetzt nochmal, weiß ich nicht, 10, 20, 30% steigt.
Okay, aber das ist das Profit-Loss-Diagramm. Wie gesagt, Sie könnten diese 19 oder 8, nee, in dem Fall 18 US-Dollar relativ einfach vereinnahmen, wenn Sie jetzt hier einen Put verkaufen, in der Hoffnung natürlich, dass der Kurs nicht stark ansteigt. Es kann auch passieren, dass natürlich der Kurs jetzt innerhalb von ein paar Tagen schon stark steigt, sagen wir mal auch am 28. Februar. Und ich nehme jetzt mal hier eine kleinere Veränderung. Wenn er da schon 5% steigt, ja, was natürlich auch passieren kann, theoretisch, dann sehen Sie schon, sind Sie schon 400 Dollar hinten. Ja, also das können Sie sich hier alles durch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Sie hier eingeben können, natürlich anzeigen lassen und dahin und sich anzeigen lassen, was dann, was das für Auswirkungen auf Ihr Konto hat. Nehmen wir mal einen anderen Call. Gehen wir mal auf die Put-Seite. Ja, Sie sehen ja hier in einem steigenden Markt, in dem Fall, hier ist ja seit Wochen nur gestiegen. Was wäre denn das Beste gewesen? Beste wäre gewesen, Sie hätten dort immer wieder Puts verkauft. Ja, beispielsweise zu dem Zeitpunkt, hier hätten Sie einen Put verkauft, ja. Dann hätten Sie hier einen Put verkaufen können, hier einen Put verkaufen können, hier einen Put verkaufen, immer wieder so nach und nach Put verkaufen, hätten Sie immer wieder Prämien vereinnahmt bei diesen steigenden Kursen. Ja? Und auch jetzt, wenn Sie davon ausgehen, dass es jetzt nicht stark runtergeht, könnte man hier beispielsweise einen 230er Put verkaufen oder einen 220er, der noch weiter aus dem Geld ist. Schauen wir mal, was da für eine Prämie bei rumkommt, wenn man jetzt hier einen 220er Put verkaufen würde. Ja, nehmen wir wieder die gleiche Laufzeit, Ende März, und schauen jetzt mal einen 220er Put. Delta ist hier 7,7. Ja, man könnte auch natürlich hier sich nach dem Delta ausrichten. Sagen, ich möchte einen 10er Delta nehmen oder einen 15er Delta, wie auch immer. Ja, 220er in dem Falle hatten 7. Fast ein 8er Delta. Okay, jetzt würden Sie hingehen und diesen Put verkaufen. Die Prämie ist 45. Also Sie vereinnahmen 45 US-Dollar an Prämie. Können wir hier wieder auf Vorschau gehen. Ja. Sehen hier, der Betrag ist 45. Margin 2,9 in dem Fall. Und das Performance-Profil können Sie sich anzeigen lassen. Ja, und Sie sehen, wenn der Kurs bis zum Verfall so bleibt, wie er jetzt ist, oder auch nur leicht steigt, also er könnte, also wenn er weiter steigt, dann sowieso, auch wenn er leicht fällt, 1%, 5%, dann vereinnahmen Sie immer die Prämie von 45 Dollar. Natürlich können Sie hier auch wieder anschauen, was passiert jetzt schon, wenn ich jetzt hier, ich nehme jetzt mal eine kleine Prozentzahl, was passiert bis Ende Februar, ja? Wenn jetzt dort der Preis einfach gleich bleibt innerhalb von einer Woche, haben Sie dann hier schon 12 US-Dollar verdient, ja? Oder wenn er auch nur 1% steigt, der S&P, also der SPY in dem Fall, dann haben Sie 25 Dollar verdient, also schon circa, also schon mehr als die Hälfte der Gesamtprämie. Ja, die Gesamtprämie ist ja 45, wenn Sie da schon 25 vereinnahmt haben, alleine in einer Woche. Da gibt es halt auch Strategien, dass man dann schon bei 50% Gewinn beispielsweise den Trade schon schließt, wenn er relativ schnell erreicht wurde, ne, dieser Gewinn. Also ein sehr schönes Tool hier, dieses Performance-Profil, was Sie sich hier anzeigen lassen können. Und ja, die verschiedenen Szenarien, die Sie sich hier anzeigen lassen können. Sie können ja auch noch rumspielen und anstelle Profit Loss sich das Delta, die Veränderung des Deltas anzeigen lassen. Gamma, ja, die Beschleunigung des Deltas, dann Vega und so weiter. Also das ist alles, damit können Sie natürlich hier auch noch sich beschäftigen, wenn Sie möchten.
Ja, gibt es dazu jetzt erstmal Fragen zum Option Trader und zu diesem Tool, wo man sich das Performance-Profil anzeigen lassen kann? Ja, für nur $45 Prämie eine Margin von 2.961 finde ich sehr teuer. Ja, gebe ich Ihnen recht. Liegt natürlich daran, dass das ein nackter Put ist und Sie natürlich das komplette Verlustrisiko dann tragen. Ja. Es gibt dann auch Strategien, wie man die Margin verringern kann. Beispielsweise könnten Sie einen Bull-Put-Spread eingehen. Wissen Sie alle, was ein Bull-Put-Spread ist? Vielleicht können Sie kurz mit Ja oder Nein antworten, damit ich weiß, wer von Ihnen kennt Bull-Put-Spreads oder weiß, was das ist, wie man den aufsetzt. Ja, kommen einige Antworten rein, einige kennen das, andere noch nicht. Ja, aber dann ist die Prämie noch weniger, ist richtig klar. Sie reduzieren natürlich dadurch die Prämie, aber sichern sich ab. Gehen wir doch mal hier dieses Beispiel durch. Was hat man denn eben? 220er Put, den wir verkaufen. Ah, sorry. Ich gehe jetzt hier auf Trading und gehe auf Strategy Builder und dann können Sie das direkt sehen. Den 220er verkaufe ich und jetzt gehe ich etwas weiter runter. Ja, die nehmen wir mal noch ein 220er dazu. Sorry, 210er. So, würde ich jetzt noch einen 210er Put kaufen, ja, wie gesagt, die Prämie ist da 21, das heißt, dann habe ich hier diesen Bull Spread, ne, was hier angezeigt wird. Hier in diesem Kästchen hier. Ja, da wird mir die Strategie nochmal angezeigt. Was bedeutet das? Ich füge den jetzt auch mal hier zur Kursnotierungsanzeige hinzu, diesen Bull-Put-Spread. Ja, den sehen Sie jetzt hier oben. Ich kann auch noch die Kombinationskomponenten hinzufügen. Ja, dann sehen Sie einmal den 220er und den 210er. Den 220er würde ich verkaufen und den 210er kaufen. Und hier kann man sich jetzt auch das Performance-Profil anzeigen lassen. Ja. Man gibt jetzt den Kurs ein. Die Prämie reduziert sich jetzt natürlich auf 22. Beziehungsweise, sorry, 22. Und dann gehen Sie hier auf Vorschau, Performance-Profil. Zum einen sehen Sie, dass die Margin wesentlich niedriger ist, ja, nur 945, also die hat sich jetzt reduziert. Warum? Natürlich, das Risiko ist begrenzt und die Prämie, die man natürlich hier auch dann vereinnahmt. Das Ganze muss ich jetzt hier nochmal kurz verändern, damit man das sieht, wenn ich auf 30% gehe. Ja, das ist diese Struktur, die ich auch eben ja schon eingezeichnet wurde. Das Profit-Loss-Diagramm sieht dann so aus. Also ich zeichne das nochmal hier in so, so, so. Ne? Das ist ungefähr der Bull-Put-Spread und hier ist die Nulllinie. Das heißt, hier unten, das ist das, was Sie an maximalen Verlust haben und das hier ist die maximale Prämie, die Sie vereinnahmen. Der maximale Gewinn. Ja, in dem Fall ist es natürlich ein extremes Beispiel hier. Der maximale Verlust ist hier, geht in die $1.000. Ja, Sie sehen das hier unten. Wenn man mit der Maus hier hingeht, 978, ja, das ist der maximale Verlust. Und die Prämie, die Sie vereinnahmen können, ist $22.
Ja, aber so können Sie sich das Ganze anzeigen lassen, ne? Also Sie können natürlich dann auch sagen, ich nehme keinen 210er, sondern ich gehe noch weiter runter. Ja, also Varianten gibt es da genug, Strategien gibt es ohne Ende. Aber wichtig ist, dass Sie die Tools hier kennenlernen und wissen, wie man sich das überhaupt anzeigen lassen kann. Ja, also so würden Sie ein Bull-Put-Spread aufsetzen und auch das Profit-Loss-Diagramm anzeigen lassen und können sich hier auch dann den Gewinn und Verlust natürlich anzeigen lassen. Beispielsweise jetzt auch wieder Ende Februar. Ja, ja, was passiert? Nehmen wir mal hier ein anderes Szenario. Wenn der SPY 3% fällt, verlieren Sie 80 Dollar. Ja, wenn er 3% steigt, haben Sie 16 vereinnahmt, also schon fast die komplette Prämie von 22. Es gibt natürlich zig andere Strategien, die ich jetzt, da reicht die Zeit nicht aus, die alle durchzusprechen, aber Sie können zum Beispiel jetzt auch einen Butterfly aufsetzen. Ja, wenn Sie davon ausgehen, dass der Kurs jetzt in diesem Bereich jetzt gerade um die 235 bleibt, ich muss mal schauen, ich glaube, ich hatte hier. Sekunde. Ja, da habe ich schon mal ein Butterfly vorbereitet. Zeige ich Ihnen auch noch mal ganz kurz, wie man den eingibt. Moment. Nehmen wir mal ein Butterfly hier auf dem SPY. Das Ganze hier, den Bull Put Spread, lösche ich jetzt wieder. Hier oben können Sie einfach mit der Entferntaste die Zeilen wieder löschen. Und jetzt setzen wir mal ein Butterfly auf. Mit Putz. Und zwar jetzt kam gerade eine Frage, wo finde ich dieses Programm? Das, was Sie jetzt sehen, ist der Option Trader. Das finden Sie, wenn Sie in der TWS hier auf Option Trader klicken. Ja. Und das hier ist die Standard Handelsmaske, die Trader Workstation. Okay, Sie möchten jetzt ein Butterfly aufsetzen auf den auf den SPY, also auf den S&P 500 ETF, dann geben Sie SPY ein, das Symbol, tippen dann Enter ein und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es die Möglichkeit, wenn Sie jetzt nicht wissen, wie ein Butterfly überhaupt aussieht, hier über Kombination das Ganze zu lösen. Das heißt, Sie gehen auf, hier sehen Sie ja, hier oben ist der Spider S&P 500 ETF. Ja. Sie können direkt die Aktie, also in dem Fall den ETF, auswählen oder Sie gehen auf Option oder wählen, und das ist jetzt die Möglichkeit, die Sie wählen müssen, Kombinationen aus und wählen dort Option-Kombos. Dann klicken Sie da drauf und dann dauert es einen kleinen Moment, bis der sogenannte Strategy Builder geladen ist. Ja, der öffnet sich dann in einem neuen Fenster. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es aber auch ein bisschen länger. Und wenn ich ein Webinar durchführe, dann dauert es meistens immer ein bisschen länger. Deswegen, er sollte jeden Moment kommen. Hoffe ich zumindest. Da ist er. Ja, dieses graue Fenster oder grau hinterlegte Fenster öffnet sich und hat oben drei Reiter, einmal mehrere, da können Sie hier selber sich was zusammenbasteln oder Sie gehen hier auf Strategie oder Sie gehen Paar oder Leg für Leg und können ja auch Leg für Leg das Ganze, also Bein für Bein sozusagen das Ganze hier anlegen. Ja, ich kann Ihnen empfehlen, hier auf Strategie zu klicken und hier können Sie natürlich verschiedene Optionsstrategien auswählen, ja, beispielsweise wenn Sie jetzt einen Iron Condor aufsetzen möchten, ja. Dann wird Ihnen das auch angezeigt, wie der Ganze aussieht. Sie sehen ja, wenn Sie die Kombination kaufen, wie das aussieht, oder Sie können auch die Verkaufskombination, ne, also ein Short Iron Condor dann sozusagen hier auswählen. Aber wir waren ja jetzt beim Butterfly und deswegen natürlich auch Strangle, Straddles, alles, ja. Oder wenn Sie synthetischen Call oder so herstellen möchten, ist alles machbar. Gehen wir mal auf Butterfly. So sieht er aus und ich gehe jetzt davon aus, der Kurs soll in den nächsten Tagen und Wochen hier in diesem
Dreieck bleiben in diesem Bereich, dann bastle ich mir hier aus diesen drei Bestandteilen den Butter, also sind ja vier Bestandteile, den Butterfly. Und zwar, ich kaufe, Laufzeit muss ich natürlich erstmal festlegen, 31. März, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich mache das mit Putz. Ich kaufe einen Put, und zwar, das ist jetzt hier der linke, ja. Dann nehmen wir mal 225, also die untere Begrenzung 225. Und die Mitte, der aktuelle Kurs ist ja bei 236, dann nehme ich jetzt mal 235, also ein bisschen niedriger. 235. Ja, und der rechte ist dann natürlich 245. Dann gehe ich hier unten auf Hinzufügen. Ja, und jetzt wird das Ganze hier, Entschuldigung, da kommt noch ein Fenster. Das beschreibt mir nochmal, to buy one butterfly means, also wenn ich diesen Butterfly kaufe, bedeutet das, ich kaufe den 225er Put, ich verkaufe zwei 235er Puts und ich kaufe einen 245er Put. Ja, alle mit der gleichen Laufzeit. Und das ist ja genau das, was ich machen möchte. Ja, ich kann das Ganze natürlich auch umdrehen und dann würde das bedeuten, ich verkaufe den 225er, ich kaufe den 235er, also zwei Stück davon, und ich verkaufe wieder einen 245er. Aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen Butterfly kaufen, also diese Kombination ja auswählen. Also hier können Sie das nochmal kontrollieren, ob das mit Ihrer Strategie übereinstimmt oder ob Sie die Kombi gegebenenfalls verkaufen müssen. Gut, hier steht jetzt die Kombi. Darunter sind die einzelnen Bestandteile. Ja, der 225er, 235er und der 245er. Ja, und das hier ist die Gesamtkombination, die wir kaufen möchten. Dann kommt wieder hier dieses Order-Ticket. Zeigt mir den Kurs an. Und die einzelnen Bestandteile. Und hier kann ich genauso auf Vorschau klicken, hier kann ich genauso das Performance-Profil, ich muss natürlich ein Limit eingeben. 5,25 nehme ich jetzt mal. Gehe dann auf Vorschau und gehe dann auf das Performance-Profil. Und dann, zack, schon habe ich das Profit-Loss-Diagramm vom Butterfly drin. Zum Verfall, zum 31. März. Ich sehe, wenn der Kurs jetzt bei 236 bleibt bis Ende März, dann vereinnahme ich 314 Dollar. Ja? Wenn der Kurs um 1% fällt bis zum Verfall, dann vereinnahme ich 390 Dollar. Und mein Maximum, wo erreiche ich das? Haben Sie eine Idee, wo wäre am Verfall der maximale Gewinn, bei welchem Strike-Preis? Das können Sie mal vielleicht ganz kurz eintippen. Man kann es hier auch ablesen oder sehen. Solche Zwischenfragen sind immer ganz gut für mich, dann kann ich einen Schluck Wasser trinken. Ja, die meisten haben auch richtig geantwortet, bei 235. Ja, genau dort ist, natürlich dort haben wir die Spitze des Butterflies ja aufgebaut. Ja, Sie sehen das hier oben drüber, ja, dort haben wir ja zwei verkauft. Ich zeige Ihnen das nochmal. Ja, also hier ist ja der mittlere bei 235, hier, da haben wir zwei Puts verkauft, hier oben sehen wir das ja. Und Sie sehen es, hier ist die Spitze von diesem Dach, ja, von dieser gestrichelten Linie, und die ist hier unten bei 235. Das heißt, wenn am 31. März, genau zum Verfall, der Kurs vom SPY bei 235 Dollar steht, dann vereinnahme ich die maximale Prämie von 525 US-Dollar, die jetzt hier links steht. Ich lösche noch mal kurz hier die Zeichnung und das können Sie auch hier ablesen.
wenn Sie hier mit der Maus hier oben drauf gehen. Ja? Wenn wir hier wieder das Datum ändern, dann kann man wieder verschiedene Szenarien natürlich durchspielen. Ne? Sagen wir mal, wenn der Kurs bis Februar gleich bleibt, ja, bis Ende Februar, also eine Woche lang, dann was vereinbart man dann nur $2. Ja, da ist also noch nicht viel passiert. Oder wenn der 1% fällt, $14. Also da passiert noch nicht so viel. Das heißt, es kommt erst hier im Laufe der Zeit, kommt halt hier erst das Ganze, steigt erst dieses Dreieck nach oben. Ja, also dieses Zelt sozusagen wird dann immer größer, je näher wir dem Verfall kommen. Gut, ja, also so können Sie sich, wie gesagt, die Szenarien auch vom Butterfly anzeigen lassen. Jetzt möchte ich Ihnen aber noch ein Tool zeigen, das Sie zumindest schon mal gesehen haben, aber das wird dann auch noch mal detaillierter im nächsten Webinar gezeigt, also nächste Woche. Das ist das Option Strategy Lab. Ja, Sie finden das unter Analyse Tools, Optionsanalyse, Option Strategy Lab. Das heißt, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Strategie ist denn jetzt die richtige oder welche soll ich handeln oder Sie brauchen einige Ideen, dann können Sie das Option Strategy Lab starten und geben dort einfach Ihre Erwartung ein, also die Erwartung an die Kursentwicklung. Eigentlich sollte das Option Strategy Lab jetzt auch irgendwie laden, aber es scheint auch ein bisschen länger zu dauern. Warten wir einfach mal einen Moment ab. Wer von Ihnen hat denn eine interessante Aktie, auf der man gut Optionen handeln kann und hat da ein bestimmtes Szenario jetzt für die nächsten paar Wochen? Spontan. Ja, also vielleicht könnten tippen Sie ganz kurz mal das Symbol ein. Ich hoffe, dass das Option Strategy Lab hier auch startet. Momentan leider nicht. Das ist interessant. Das hatte ich auch noch nie, dass das nicht startet. Ist natürlich der Vorführeffekt. Sonst muss ich Sie wirklich da auf nächste Woche vertrösten. Dann gehen wir da noch mal was detaillierter drauf ein. Gut, interessant. Okay, also dann zeige ich Ihnen noch mal kurz was. Es scheint gerade nicht zu funktionieren, warum auch immer. Dann zeige ich Ihnen noch ein paar Sachen aus dem Option Trader. Wie gesagt, dort nehmen wir mal eine Aktie, zum Beispiel Apple. Ja, und wenn Sie jetzt dort eine Strategie eingeben, ja, und sind sich jetzt nicht ganz sicher, dann können Sie auch hier den Strategy Builder nehmen. Ja, beispielsweise Sie möchten jetzt hier so ein Butterfly aufsetzen. Ja, nehmen wir mal Verfall auch 31. März. Ja, und Sie gehen jetzt hin und sagen, Sie möchten erstmal 125er Put kaufen. 135er, da möchten Sie zwei verkaufen. Ja, Sie sehen dann, jetzt bildet sich schon die Strategie. Ja, also wenn Sie einen verkaufen, haben Sie einen Bull Spread. Wenn Sie zwei verkaufen, dann haben Sie eine Combo. Ja, und wenn Sie dann 145er wieder, ach sorry, ja, dort kaufen, dann haben Sie diesen Butterfly. Ja, dann wird Ihnen hier schon die Strategie angezeigt und dann wissen Sie auch, falls Sie sich jetzt hier verklickt haben und haben da jetzt auf Verkauf geklickt, dass das Ganze dann irgendwie
Dann ist in dem Fall jetzt auch ein Butterfly, der etwas anders aufgesetzt ist, aber sie hätten jetzt hier sich irgendwie vertan, dann wissen sie, das ist nur eine Combo, das ist nicht das, was sie möchten. Ja? Das heißt, da müssen sie dann jetzt hier auf Verkauf gehen, um dann diesen Butterfly wiederherzustellen. Das heißt, hier haben sie auch die Möglichkeit, sich natürlich durch das Klicken der einzelnen Bestandteile sich eine Gesamtstrategie hier zusammenzubasteln. Ja? Und dann können Sie hier auf zur Kursnotierungsanzeige hinzufügen, draufklicken, können auch die einzelnen Bestandteile hinzufügen und dann sehen Sie hier den Butterfly, der mit Puts gebildet ist, auf die Apple-Aktie und das wird Ihnen dann hier angezeigt. Aber interessant, dass dieses Analyse-Tool gerade nicht geht. Ich gucke mal, ob das Probability Lab geht. Ja, das startet sofort. Vielleicht liegt es auch hier an diesem Paper Trading gerade, aber hatte ich noch nie, dass dieses Option Strategy Lab nicht funktioniert. Ah, jetzt kommt's. Da ist es. Da haben wir es doch. Da können wir doch noch drauf eingehen. Ja, mit diesem Option Strategy Lab haben Sie hier die Möglichkeit, hier einen Scanner zu nutzen und ein bestimmtes Szenario für eine bestimmte Aktie beispielsweise einzugeben. Nehmen wir jetzt mal Apple. Sie geben dann AAPL ein und jetzt kommt Ihre Prognose, ja? Was erwarten Sie vom Kurs von Apple? Sie erwarten, dass zwischen jetzt, also zwischen heute und dem 17. März, der Apple-Kurs steigen wird. Oder wenn Sie ein anderes Datum auswählen würden, dass zwischen heute und bleiben wir mal beim 31. März, ja, der Kurs fallen wird, also sinken wird. Ja, nehmen wir mal sinken um, weiß ich nicht, 3%. Dann klicken Sie auf Erledigt. Und dann werden Ihnen verschiedene Strategien aufgezeigt. Welche Strategien Sie dann auswählen, müssen Sie natürlich selber entscheiden, aber Sie sehen zumindest verschiedene Vorschläge. Sie sehen einmal ganz oben der Kauf eines Puts, ist 137er Puts. Sie sehen aber auch, ein Short Call wäre eine mögliche Strategie, ja, wo Sie dann die Prämie vereinnahmen, einfach weil der Kurs nicht weiter steigt, sondern gleich bleibt bzw. leicht fällt. Ja. Sie sehen hier rechts im Chart auch, wenn ich das jetzt mal vergrößere, das ist eine Standardabweichung, eine Standardabweichung. Und hier ist das Kursziel. Das heißt, Sie können auch noch sehen, liegt mein prognostiziertes Kursziel auch innerhalb hier dieser einfachen Standardabweichung. Ja, um praktisch zu erkennen, wie wahrscheinlich ist das Ganze überhaupt. Ja, und dann können Sie ebenfalls natürlich einen Bear Call Spread aufsetzen. Ja, das heißt, Sie würden jetzt einen 137er Call kaufen und einen 132er Call verkaufen. Ja, damit spekulieren Sie auf fallende Kurse. Es steckt ja schon im Namen, Bear Call Spread. Ja, man ist bärisch. Das heißt, man verkauft einen niedrigeren Call und kauft darüber einen Call. Ja. Und sobald Sie jetzt hier eine Strategie ausgewählt haben, wie hier, dann setzen Sie hier das jeweilige Häkchen dann hier rein. Und dann sehen Sie hier die Strategie unten rechts, ja, der Profit Loss für diesen Bear Call Spread. Ja, was kann man jetzt hier sehen? Aktueller Kurs ist ja hier oben, ganz hier oben, 136,67. Und man profitiert in dieser Strategie natürlich jetzt hier von fallenden Kursen. Das heißt, je weiter hier die Kurse fallen, ja, desto stärker steigt Ihr Gewinn, bis er dann halt hier gedeckelt ist. Ja, das ist die Strategie vom Bear Call Spread. Und falls die Kurse steigen sollten, also in diese Richtung, ja, ist Ihr maximaler Verlust auch begrenzt und zwar hier auf das Zahlen der Prämie.
Das heißt, Sie haben die Möglichkeit hier über diesen, über das Option Strategy Lab verschiedene Strategien, verschiedene Erwartungen einzugeben. Und dann werden Ihnen hier verschiedene Strategien aufgezeigt. Ja, basierend auf Ihrer Erwartung. Ja. Natürlich können Sie auch ein Bear Put Spread machen. Ja, ist im Prinzip identisch zum Bear Call Spread. Oder verschiedene Kombinationen hier eingeben. Das wird alles hier angezeigt. Sie können auch den Scanner editieren und sagen, ja, nee, eigentlich 3%. Ich erwarte jetzt doch, dass er stärker fällt, sagen wir mal 10%. Ja, klicken dann auf Erledigt, sehen schon, die Prognose ist aus der Standardabweichung raus und dann machen noch Short Calls Sinn, auch Bear Call Spreads, allerdings hier eine andere Kombination oder halt auch 124er Put. Ja. Das sind alles nur Möglichkeiten, aber es soll eine kleine Hilfe sein, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn man nicht genau weiß, welche Strategie vielleicht die beste ist, und mögliche Anregungen, sage ich jetzt mal. Aber detaillierter gehen wir da auch nächste Woche nochmal drauf ein. Okay, ich bin durch mit meinem Thema, was ich Ihnen heute zeigen wollte. Wie gesagt, Option Trader, der Strategy Builder, und das Performance-Profil, das waren so die Kernpunkte des heutigen Webinars. Und ja, würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie nächste Woche auch nochmal dabei sein können und den zweiten Teil zu dem Thema Optionshandel und Strategien mit der TWS verfolgen. Würde Ihnen aber gerne noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und die würde ich dann jetzt auch noch beantworten. Okay, ich schaue mal rein, welche Fragen reingekommen sind. Wie kommt die einfache Standardabweichung gelbe Fläche in dem Diagramm zustande, beziehungsweise wie wird sie errechnet? Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich gar nicht jetzt beantworten, welche Berechnung hier zugrunde liegt, aber ich denke mal die normale Berechnung der Standardabweichung. Also welche Formeln jetzt da genau dahinter stecken, kann ich Ihnen jetzt auch leider nicht beantworten. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Ich beende schon mal die Aufzeichnung und gucke dann nochmal, ob ich nicht die eine oder andere Frage vergessen habe jetzt im Laufe des Webinars. Bedanke mich schon mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen schon mal auf diesem Weg einen schönen Abend. Wie gesagt, beende kurz die Aufzeichnung, bin aber dann noch da, um Fragen zu beantworten. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.